genau, was machen Sachen? Kennt ihr das? Ihr habt verschiedene Levels, aber ihr habt keine Ahnung, wie ihr die miteinander verbinden möchtet. Hallo, was machen Sachen? Kennt ihr das? Ihr habt in Unreal verschiedene Levels und wisst einfach nicht, wie ihr die miteinander verbinden könntet. Kein Problem, heute zeige ich euch einen ganz einfachen Weg, wie ihr ganz simpel verschiedene Sachen nutzen könnt, um eure Welt miteinander zu verbinden. In dem Fall habe ich mir einfach einen Türrahmen geschnappt und habe ja, daraus eine Teleportmöglichkeit gemacht. So, das Ganze macht mir jetzt aus mehreren Gründen. Ein großer Punkt ist natürlich Optimierung. Das heißt, umso besser ihr das Spiel optimiert, umso besser wird es laufen. Gerade halt für uns Indie-Entwickler und kleine Entwickler, die halt einfach nicht das Potenzial haben, wie es halt große Firmen haben, ist das auch ein großer Punkt. Dass wir halt gucken müssen, wie gut können wir unser Spiel halt optimieren. Alles, was halt geht, ist gut für uns. Es war nicht mehr ganz so schlimm, wie es vor ein paar Jahren war. Allein schon die letzten 10 Jahre haben wir unsere Technologie doch große Fortschritte gemacht. Man kann ja mal überlegen, was konnte eine PlayStation 2 leisten? Was kriegt die 5er oder auch die 4er auf die Kette? Allein schon die 3er, was das für riesige Sprünge waren, allein halt von der Leistung der Konsole her. Also es ist schon ein guter Unterschied. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, Spiele zu optimieren, dass sie halt gut laufen. Und das ist unter anderem ein guter Teil, wie man halt sowas optimieren kann, indem man halt einfach verschiedene Parts, verschiedene Levels halt untereinander unterteilt und die dann halt lädt. Klassisches Beispiel dafür wäre, wenn man halt von einer Außenumgebung halt in ein Haus reingeht und das Haus halt einfach nicht in der Außenszene mit drin ist, sondern sein eigenes Level ist, das dann halt geladen wird. Das wäre zum Beispiel halt eine Sache, die man halt damit erreichen könnte. Oder man kann halt so lustige Labyrinthspiele machen, wie ich am Anfang gesehen habe, wo man einfach irgendwo langläuft und keine Ahnung mehr hat, wo man ist, weil einfach nichts beschriftet ist. Kann auch ein Spielelement sein. Wofür man das auch Ganze nutzen kann, ist auch, wenn man an verschiedenen Levels arbeitet, dass man hat verschiedene Artists, die an verschiedenen Level arbeiten und die dann halt am Ende einfach in die Engine rein importiert und dann zusammenpackt. Auch eine Möglichkeit. Ja, und wie das Ganze jetzt aufgebaut ist, zeige ich euch. Okay, wollen wir anfangen? Von Anfang an, wir brauchen erstmal Levels. Ich habe die schon vorbereitet. Ich habe einfach unsere Startlevel dupliziert. Nicht wundern. Wenn ihr das erstmal die öffnet, wird ihr wahrscheinlich einfach anders heißen. Ihr habt entweder Third Level Example Map, First Level Example Map etc. Ich habe das einfacher als halber mal umgeschrieben. Ich habe eine Startwelt, Welt 1, Welt 2. Ihr habt die im Intro ja schon gesehen. Die sehen alle ein bisschen anders da aus, dass man einfach wissen, wo was ist. Und ja, fangen wir einfach mit der Blueprint an. Auch keine Angst, das wird jetzt die einfachste Variante, wie man sowas machen kann. Also es wird nicht hochkompliziert, sondern wirklich das ist die einfachste Variante, wie man so einen Teleporter machen kann. Es gibt natürlich weitaus komplexere und spezifischere Teleporter, die man machen könnte, die man sich aufbauen könnte, aber wir wollen ja leicht anfangen und so Basisdinger machen, dass man auch so ein bisschen versteht, wie die einzelnen Nodes funktionieren, weil es gibt unglaublich viele Nodes bei Blueprints und dass man einfach so Stück für Stück mal durchgeht. Und ja, fangen wir einfach damit an. Wir machen einfach eine neue Blueprint auf. Blueprint Class, einen normalen Actor und sagen Teleport Welt. Machen wir Welt 1, weil wir im Start sind. Okay. So. Rein theoretisch bräuchte man nur eine einzige Sache hier drin. Und zwar eine Collision. Ich kann nicht schreiben, ich nehme die Collision Box. Ihr könnt jede andere Form von Collision nehmen, die ihr möchtet, die ihr für sinnvoll haltet. Ich persönlich arbeite gerne mit den Boxen, aber wenn jemand irgendwelche Spheres und Kapseln nehmen möchte, dürft ihr das gerne nutzen, je nachdem, wofür ihr die braucht. So, theoretisch wäre das alles, was wir brauchen, hat jetzt einen Nachteil gerade für uns, wenn wir die jetzt in die Welt ziehen. Sehen wir die nicht? Also wir sehen die im Editor-Modus, aber im Game-Modus, ja doof, ist ja gar nicht da. Man könnte hingehen und sagen, okay, ich mache die Line Thickness auf 5 und gehe bei Rendering und sage, dass es nicht im Spiel versteckt werden sollte und dann wäre es halt da und dann hätten wir so eine komische Box. Kann man machen, ist jetzt halt meiner Meinung nach nicht unbedingt das Schönste. Vielleicht passt es in die eine oder andere Szene rein. Ich bin jetzt kein Fan davon, also mache ich es mir anders. Ich packe mir ein Mesh dahin. Ihr könnt da eigentlich theoretisch alles benutzen, was ihr möchtet. Ob ihr Plattformen machen möchtet, ihr könnt Partikel benutzen und irgendwelche, ja, Teleport-Effekte und sonstige Geschichten machen. Wir bleiben simpel. Wir nehmen einfach den Türrahmen aus dem Starter-Content, den ihr auch schon gesehen habt am Anfang. Wir gehen einfach in Starter-Content und war das unter Shapes? Nee, war es nicht. Dann war es unter Props. Ja, da haben wir unseren Türrahmen, den packen wir jetzt einfach da rein. Der ist auch immer schön genullt. Sprich, der steht hier auf 000.
Und da packen wir einfach unsere Collision Box. Hallo? Achso, okay, unsere Collision Box ist an den Geparent. Machen wir das nicht. Machen wir attached an die Szene selbst. Hallo, ich möchte die Box verschieben, nicht den Rahmen. Dankeschön. Und sagen, okay, ich mache das ungefähr so breit wie die Tür und guck, dass das da irgendwie so halbwegs reinpasst. Man muss da jetzt nicht 100% genau sein. Das ist nicht so schlimm. Nur sagen, okay, wenn du diese Box berührst, dann wirst du wegteleportiert. Das ist einfach nur eine Orientierung für uns. Gleich wie bei der Tür auch. Wir brauchen ja irgendwo eine Orientierung, um der Engine zu sagen, wenn dieser Punkt erreicht worden ist, muss irgendwas passieren. Und das machen wir jetzt. Wir gehen in den Event Graph, löschen das hier alles raus, gehen auf unsere Box, Rechtsklick, Add Event on Component Begin Overlap. Sprich, wenn irgendwas über unsere Box läuft, die berührt, dann passiert was. Und was passiert? Wir öffnen ein neues Level. Open Level by Name. Und hier geben einfach den Namen der Welt ein. Welt 1. Ihr müsst halt hier aufpassen, dass es genau die gleiche Schreibweise ist wie eure Welt. Um auf Nummer sicher zu gehen, könnt ihr sagen, ihr macht Copy-Paste und kopiert euch den Namen da raus. Das ist auch der Grund, warum ich die so einfach umbenannt habe. Compile, Save. Und das war's. Für die simpelste Methode braucht man nur dieses. Wir haben nicht festgelegt, dass nur bestimmte Sachen durchgehen sollen. Wir sagen einfach, egal was das Ding jetzt berührt, das landet in dem anderen Level. Und wir haben halt nicht so viele Sachen, die sich hier bewegen können, außer uns selbst, also macht das nichts aus. Wir drücken Play. Und zack, sind wir in einem anderen Level. Wir haben ein Problem. Jetzt sitzen wir hier fest. Bisschen doof. Machen wir doch einen lustigen Rundgang. Wir wollen das jetzt halt duplizieren. Wir wollen ja mehrere von den Türen haben für verschiedene Level. Und wir haben dem Level jetzt gesagt, dieser Rahmen führt immer in Welt 1. Und wir wollen es ja simpel halten, also machen wir jetzt einfach mehrere Teleporter, die in verschiedenen Welten führen. Dann sagen wir einfach hier Duplicate, Welt 2 steht schon drinne. Machen wir den auf und ändern einfach den Namen, Welt 2, Compile, Save. Und das machen wir noch einmal. Duplicate, Teleport, Start. Und hier machen wir einfach Start. Doch, Start richtig geschrieben. Okay. Compile. Save. So, und dann können wir auch schon unsere Portale platzieren. Wir haben ja hier Welt 1 und dann machen wir Welt 2 einfach mal hier hin. Blöp, blöp. Sagen einfach Save All. Machen wir den anderen Browser noch offen, dann gehen wir in Welt 1 rein. Da brauchen wir natürlich Welt 1 nicht, weil wir in uns zurück zu teleportieren brauchen wir jetzt nicht. Könnt das natürlich machen. Ihr könnt sagen, okay, ich habe hier so ein Reset-Button mäßig, das teleportiere ich mich immer wieder zu meinem Start. Wir haben hier noch kein, ja, nicht, noch nichts festgelegt, noch keine Startposition festgelegt. Also man ist immer in dem, ja, man startet immer hier an unserem Player-Start. Dann sagen wir, okay, Start ist hier oben. Und Welt 2 ist hier hinten. Dann einmal speichern. In Welt 2 sagen wir, okay, hier oben ist Welt 1. Und hier ist Weltstart. So, und jetzt haben wir schon alles gemacht, um uns ein lustiges Labyrinth-Spiel zu spielen. Wir haben die Türen und so weiter nichts benannt, also wissen wir als Spieler ja erstmal nicht, wo zum Geier führen die hin, das müsste man dann ausprobieren. So könnte man zum Beispiel ein kleines Labyrinth-Spiel spielen und dann man muss einen Ausgang finden. Man könnte natürlich auch alles Mögliche in die Blueprint mit reinziehen, auch Namen etc. oder halt verschiedene Farben, dass man das einfach markieren könnte, aber das ist dann euch überlassen. Wie gesagt, ihr könnt alles hinzufügen, was ihr möchtet. Das ist die Basis, aufbauen geht immer. Gerade in Blueprints, man kann ja alles Mögliche hinzufügen und extra machen, wie man das denn möchte.
So, dann war's das. Ich hoffe, ihr habt was gelernt, ihr hattet euren Spaß. Vielleicht habt ihr jetzt eine Idee, was ihr machen könnt, oder ihr habt eine Lösung gefunden für ein Problem, das ihr habt, weil ihr verschiedene Levels habt und ihr nicht wisst, wie die aneinander kriegt. Ja, funktioniert so. Und dann danke fürs Zuhören und wir sehen uns im nächsten Video.